Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Darts. Und Leute, nach viel zu langer Zeit ist The One wieder mit am Start. Martin, wie geht's dir? Gut. Und selbst? Mir geht's auch sehr gut. Leute, wir haben heute ein ganz besonderes Video am Start. Und zwar, Janni, sag du auch mal hallo erstmal. Hallo, amigos. Der ist nämlich hinter der Kamera und hat sich Quizfragen zum Thema Darts überlegt. Da bin ich mal gespannt, wie kreativ Janni da unterwegs war, was wir da für Fragen beantworten. Ja, natürlich ist dieses Video auch wieder präsentiert vom Darts Pool Adventskalender. Wer den noch nicht hat, Leute, wie viel der Stock wird kleiner, oder? Um einiges. Um einiges. Also Leute, ich denke mal, wenn ihr jetzt in den nächsten 1 bis 2 Wochen bestellt, habt ihr noch eine gute Chance. Aber es wird langsam dünner, Freunde. Also es gibt in der Pro-Version, in der Standard-Version. Und jetzt mit Darts und Martin, danke, dass du den Daumen so viel nach oben... Outboxing machen wir nächste Woche. Genau, wir machen noch ein Unboxing und das ist dann für die Leute, die sich immer noch nicht entschieden haben oder halt einen finanziellen Vorteil haben. Outboxing heißt das. Unboxing. Swipe up. Ah, Outboxing. Okay. Nee. Nicht Outboxing, okay. So, Janni hat sich Fragen überlegt und jeweils werden Martin und ich dann unsere Antworten ins Handy eintippen und wer dann halt recht hat, der hat recht und der andere halt vielleicht auch. Steht noch 0 zu 0 und wollen wir gleich beginnen? Wir können jetzt direkt beginnen. Ich bin mal gespannt. Ja. Wenn du guckst, dass Marcel nicht abschreibt. Da fangen wir mal gleich mit der ersten. Ich schreibe nicht ab, aber ja, okay. Die schnellste 180. Von wem? Was für eine schwere Frage. Aber das ist eigentlich nicht die Hauptfrage. Das ist so die Einleitung. Ja, ich würde sagen, machen wir mal abwechselnd, wer zuerst sagt. Nee, noch nicht antworten, weil das geht ja weiter. Hey, von wem? Ich? Von wem? Und wie schnell? Ah, okay, jetzt kommt. Ah. Dann muss es aber 2 Punkte geben, oder nicht? Es gilt nur die Kombi. Okay. Wer am nähersten dran liegt, kriegt den Punkt. Wir haben wahrscheinlich beide Ricky Evans. Ja, Ricky Evans. Ich habe 1,5 Sekunden. Nee, da habe ich 2,63. Ui. 1,5? Ja. Und du? 2,63. Also 2,13 ist richtig. Ja, Martin kriegt den Punkt. Ja, Martin. 2, ich wusste irgendwas mit 0,03. Also ja, okay. Die 0 war mir nicht sicher, ja, aber ich habe hier okay. Wirklich... Wie viele verschiedene Weltmeister gab es seit der PDC-Gründung? Okay. Scoops überlegt auch. Jetzt kommt der Countdown. 3, 2, 1, 0. Ich wusste, okay, ich habe nur... Okay, ich bin auf 7 gekommen. Nee, das ist zu wenig. Ich habe 8 und ist auch nicht richtig. Das sind mehr. Martin kriegt den Punkt, das sind 9. 9? Ja. Okay, dann habe ich irgendeinen Early 2000er vergessen. Na also, seit der Gründung der PDC ist das 93. Ja, okay, Priestley. Ja. Der hat mir Priestley gefehlt? Oder? Nein, Harrington war nicht. Priestley. Der hat mir gefehlt. Taylor? Ja. Park? Ja, habe ich auch. Barney? Ja. Anderson, Lewis, Anderson, Van Gerwen. Lewis, Wright, Van Gerwen. Wright. Van Gerven, Rob Cross. Ah, Cross habe ich vergessen. Ja, stimmt, Cross habe ich vergessen. Oh mein Gott, wie dumm ist das denn? Ja, da habe ich Priestley und Cross vergessen. Der Zwischenstand 2-0 für The Wall. Ja, das tut weh. Wes kann ich besser Dart spielen als jetzt kommt die nächste Frage. Die ersten Teilnehmer für Deutschland im World Cup of Darts. Ach du Scheiße, Alter. Und welches Jahr natürlich, weil es so einfach ist. Din, 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 din. 3, 2, 1. Und welches Jahr noch, ne? Ja, okay, dann fangen wir mal mit den Namen an. Also ich habe Velga und Artut. Habe ich auch. Eigentlich Artut und Velga, Velga. Na, habe ich richtig rum dann. Ja, da ist schon wieder ein bisschen Advantage. Ach, jetzt hör mal. Und 2008. Ich habe 2010. Bravo, der Marcella, guck. Ach, ja. Schmutz, Alter. Ich glaube, er das wusste. Hier, guck hier, Artut Velga, guck nach. Tatsache. Ich habe Artur geschrieben, hat die Autokorrektur draus gemacht. Ja. Natürlich Grüße an die beiden an der Stelle. Wir haben uns ja eben gerade ein Video... zufälligerweise angeschaut. Von Psycho Andreas? Nein. Aber haben wir auch geschaut. Halt, Stopp! Geht um Jamie Lewis, der Spitzname. Oh. 10, 9, 8, 7, 6. Na, ey. Also, du musst schon ein bisschen Zeit zum Überlegen geben. 4. Aber ich glaube, der 5, hat mittlerweile einen anderen als damals. Ich weiß, auf welchen du hinaus willst, glaube ich. Ich habe, hau raus, ich habe keine Lösung. Hast keine Lösung? Bist du sicher? Na, sag doch irgendwas. Besser als nichts? Hier, der ist vor. Rasta? Ja. Stimmt, ich glaube Rasta ist sein. Rasta. Der Punkt geht an Scoops. Scoops, du hast einen Punkt. Wieso? The Fireball. Dein aktueller, früher hieß er Rasta. Ja, früher. Okay, wo wir gerade bei Spitznamen sind, machen wir gleich mal mit Spitznamen weiter. Oh Gott. Der erste Spitzname von Gary Anderson, die Einleitung. Und wann ging er in den anderen Spitznamen über? Ach so, na, eigentlich auch mit der PDC. Da machen wir auch, wenn er dran ist, ne? Ihr hättet gewusst? Ja, natürlich aus dem Kopf, ne? Name ist Dreamboy. Ja, Dreamboy habe ich auch. So, welches Jahr hast du? 2006. Ich habe 2002. Du bist eh näher dran. Er ist näher dran, 2009. Ach, krass. 2009 sogar erst. Als er in die PDC gewechselt hat. Krass. Aber ich dachte, er wäre früher schon in die PDC gewechselt. Krass, so lange war er? Okay. Martinako kriegt den Punkt. Wer ist der älteste Spieler bei der WM und wie alt ist er?
Ist ja qualifiziert. Warte. Letztes Jahr? Ever. Wer war der älteste Spieler, der je an einer WM teilgenommen hat? Und wie alt ist er aktuell? Wen hast du auch geschrieben? Paul Lim. Hab ich auch. Und wie alt hast du? Ich hab 72. Ich hab 67. Es ist 65, aber... Er ist 66 aktuell. Boah, er ist 66. Hast du perfekt dazu, ja, ich hab 67 gesagt. Ich dachte, er wäre schon über 70. Wer hat den ersten neuen Data geschmissen? Vor einer TV-Kamera. Das ist... Boah, es gibt zwei Möglichkeiten. Wer und wann? Oh Gott. Ich weiß es. Warte mal ganz kurz. Also ich weiß nicht das Jahr, aber ich weiß, wer es ist. Da gibt es noch eine ganz spezielle Spezifizierung. Ich habe sogar geguckt, ich weiß sogar, gegen wen er ihn geworfen hat, aber ich weiß nicht, wer er selber ist. Das ist ja richtig schlimm. Naja, er schreibt trotz alle Infos rauf und danach entscheidet er immer noch der Leder. Also der erste im Fernsehen war meiner Meinung nach von John Lowe gegen Keith Deller. John Lowe. Ist richtig? Ja, scheiße, ich habe kein Jahr aufgeschrieben. Ich habe noch Paul Lim, erste WM, erster bei der WM, das ist auch richtig, glaube ich. Ja, 1990. Er war der erste bei der WM. Ja, dann sage ich einfach irgendein Jahr, dann sage ich 1988. 83. 84. Ah, okay, sehr gut. Yes! Um ein Jahr nur vertippt, aber ich wusste, dass es John Lowe war, der erste, der es live gemacht hat. Unterscheiden sie sich immer zwischen diesem Sean Great Match bei der BDO damals oder WDF? Und fühlt ja da halt beim Matchplay. Aber das war ja in den 2000ern. Also es kann auch bei zwei Richtigen auf den Decider hinaus. Da habe ich Anwurf. Wie viele Titel hat Phil Taylor? Was ja einfach ist. WM-Titel oder insgesamt? WM-Titel. Und wie sind sie aufgeteilt? In PDC und BDO. 3, 2, 1, Stopp. Du immer mit deinem Mund erzählen. So schnell kann man teilweise nicht eintippen. Okay, er hat 16. Ja. Bei der PDC 14. 13 sage ich für der PDC. Bravo, Marcel! Ich bin nicht parteiisch, aber ich bin ja das Ich bin nicht parteiisch, nee, ist klar. 14-2. Okay. Aber Martin, du bist für das Spiel fördernd. Du machst es spannend. Ich lag ja mit Absicht daneben bei 3 und 13 anstatt 14 und 2. Ja. Seit wann spielt man im Alexandra Palace, genannt Ellipelli? Das Jahr. Ja. Das weiß ich. Ich weiß es auch. 2008, richtig. 2008? Ja. 2007, ihr Vögel! Nein, 2007 hat Barney im Zirkus Tavern gewonnen. 2007. Ah, weißt du, warum er es sagt? Weil die WM im Dezember angefangen hat. Ja, aber das Finale im Zirkus Tavern ist 2008. Ja, ich weiß. Nee, das Finale war 2007 im Zirkus Tavern, meinst du? Nein, das war die WM. Wir meinen das Gleiche. Gegen Barney Taylor war das letzte Zirkus Tavern, das war 2007. Also, pass auf, die Sache ist... Das steht so im Netz. Ja, aber die WM ist doch die WM 2008. Und ja, nicht die WM 2007. Das aber es ist 2007. Ja, ist ja auch richtig, aber das ist das Dumme bei dieser PDC-Rechnung generell. Es ist die WM 2008, aber weil das Finale im neuen Jahr ist. Ja, genau. Und der Weltmeister dann? Also eigentlich finde ich, rein rechtlich gesehen kriegen wir beide einen Punkt. Rein rechtlich kriegt keiner einen Punkt, weil... Okay, dann 4-3, da muss ich jetzt ausgleichen. Welche Darts hat Peter Wright schon gespielt? Das ist eigentlich der Gag. Sollte eigentlich der Gag werden. Hä, hey, wie? Naja, der Mager, der hat alle durch. Achso, ja, okay. Alle. Wow. Janni hat sich jetzt eine Frage überlegt. Und diese Frage läuft jetzt folgendermaßen. Wenn ich sie richtig beantworte, dann ist Gleichstand. Ja. Und dann gibt's noch eine Frage. Oder du gewinnst jetzt mit dieser Frage. Also willst du jetzt gleich durchziehen? Ich werde es jetzt gewinnen und dann gibt's noch eine entscheidende Frage. Okay, so Janni. Diesjährigen Ausgabe des World Cup of Darts nehmen 32 Teams teil. Wie viele davon kommen aus Europa? 32 Teams? Sind es insgesamt. Okay. Und wie viele davon kommen aus Europa? Und dafür habt ihr jetzt einen Countdown. Europa zählt ja auch UK jetzt mit rein. Ja. Ja. Also. So. Das ist ja wirklich eine gute Frage, wo man auch überlegen muss. Erstmal muss ich die Notizseite hier wieder aufmachen. Ich habe eine Antwort. Während Martin überlegt, kauft ihr einfach in der Zeit schnell den Dartsball, wenn es kann. Ich überlege nicht. Ich schreibe tatsächlich jedes Land einzeln auf, damit ich keins vergesse. Oh, er schreibt jetzt hier eine ganze Landkarte. Nein, ist doch normal. Mach doch einfach per Ausschlussverfahren, dann brauchst du nicht so viele aufschreiben. Siehst du? Scoops. Sorry, aber jetzt schleift ihr mit dem Kollegen. Brauchst du mich nicht so angucken. Komme da auf 26 europäische Teams. Da habe ich wesentlich weniger. Wie viel hast du? Ich habe jetzt 20. Gameshow and the match. Martin Schindler, 22. Ah, okay. Ich hatte Hongkong, China. Japan, USA, Kanada und Brasilien. Ja, da gibt es doch noch Shanghai. Ach ja, das ist ja auch noch. Aber Singapur ist nicht dabei dieses Mal. Nee? Okay.
Philippinen. Ja, stimmt, es sind noch mehr asiatische Länder, die ich vergessen habe. Kacke. Australien? Ah, stimmt, Neuseeland, Australien, Südafrika. Südafrika? Ja, das war dumm. Gut, hast du Gewinnspiel, Kollege, hast du verloren? Ja, ist, man kann nicht immer gewinnen, ne? Man gewinnst du Naive? Ja, genau, richtig. The Brain. The Brain, Martin Schindler, heutige Sieger. Neuer Nickname. Ich bin ja der Einzige hier im Raum, der nicht für Welcome of Darts selber mitgespielt hat. Wie soll ich denn auch diese Frage beantworten? Deswegen. Ich bin froh, dass ich von Deutschland wusste. Ja. Ja gut Leute, dann lassen wir auf jeden Fall oder uns eine Bewertung da. Checkt Martin auf jeden Fall gerne auch mal bei Instagram ab und Dartspool könnt ihr auch gerne mal abchecken. Wir sind raus für heute. Bis nächste Woche.